What's up, Leute? Wie geht es euch? So, das Wochenende geht langsam zu Ende. Wir fahren jetzt zur Wiregrass Mall. Meine Frau will sich Haare schneiden lassen. Und vorher fahren wir noch wieder zu Walmart kurz. Wir brauchen einen Ordner. Und wo müssen wir noch irgendwas holen? Mal schauen. Und dann würde ich noch die Drone fliegen, weil solange sie Haare schneidet, nutze ich die Zeit und fliege die Drone mal irgendwo. Jo, wir waren schon bei Publix, haben erledigt, wir brauchen nicht mehr zu Walmart, denn wir wollten einen Ordner holen, haben wir alles hier erledigt, Hundefutter für den Hund, das reicht ihm für 2 Tage, was? Und ja, Brot, jetzt geht's weiter. Meine Frau habe ich jetzt rausgelassen bei Wiregrass Mall. Sie will hier zu Barnes and whatever es heißt. Und dann geht es zum Friseur und ich fahre jetzt irgendwo hin und fliege ein bisschen die Drone für euch. So vertreibt man sich die Zeit. Immer produktiv sein, Leute. So, ich habe gerade die Drone hier geflogen bei der Interstate. Das wollte ich schon immer machen. Ich hoffe, es ist gut geworden, sehen wir dann. Und jetzt will ich noch woanders in die Drone fliegen. Solange ich auf meine Frau warte, mache ich das gerne. Jetzt macht es auch richtig Spaß. Mir ist richtig aufgefallen, ich habe das so vermisst, weil ich habe ja schon lange nicht geflogen. Jetzt erst in der Zeit fliege ich wieder ein bisschen. Das macht wirklich Spaß. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie die Ampeln hier manchmal rumbaumeln. So ist es öfters. Die sind nicht immer fest. Meistens sind sie so, hängen einfach an den Kabeln. Jo. Gewöhnungssache, wenn man es nicht kennt. Boah, ich bin so froh, ey. Ich mache so tolle Aufnahmen mit der Drone hier und
Meine Frau ist noch länger beschäftigt, gleich fahre ich nach Hause. Später muss ich abholen, dann hole ich noch die zweite Batterie, die habe ich jetzt nicht mit. Und dann geht's weiter. Das macht echt Bock. Ich fahre einfach durch Wesley Chapel und mache geile Aufnahmen in der Drone. Ich hoffe, es macht euch Spaß. So, ich bin wieder zu Hause. Meine Frau macht ja Pediküre und lässt sich die Haare schneiden. Und jetzt macht sie Pediküre und Haare schneiden ist um 2:30 Termin. Und momentan ist es 12.20 Uhr. Also in 2 Stunden hat sie quasi den Termin und dann dauert es ja noch, die Haare zu schneiden. Ich bin richtig unterwegs hier mit den Aufnahmen. Es macht richtig Spaß. Ich habe gemerkt, es macht wirklich Spaß und es geht mir nicht mal um die Drone zu fliegen, sondern um die tollen Aufnahmen für euch zu machen. Also das macht mir wirklich Spaß. Jetzt bin ich wieder nach Hause, jetzt verbringe ich Zeit mit meinen Jungen. Nehmen wir jetzt. Und dann geht's weiter, mache ich noch ein paar andere Aufnahmen. So wie der Tag verlaufen. Und ich werde noch ein Drone, also meine Unique heißt die. Darüber werde ich ein Review machen, so ein Video diese Woche, irgendwann in der Woche. Und am Freitag fliegen wir weg. Freut euch drauf. So, jetzt kriegt Django mal ein Leckerchen. Ich habe was gekauft, das habe ich schon vergessen. Ich habe mir einen Tanktop angezogen, denn es ist warm. Ich weiß, bei euch in Deutschland ist es auch momentan warm, habe ich gehört. Aber jetzt denkt dran, bei euch ist es eine Woche warm. Oder seit einer Woche warm, glaube ich. Also durchgehend meine ich. Bei uns ist es seit 3 Monaten. Eigentlich heiß seit 3 Monaten, sage ich mal so. So. Wo geht's hin, mein Schatz? Wo wollen wir hin? Wo gehen wir hin, du und Daddy? Irgendwo hin. In 30 Minuten fahre ich dann zu meiner Frau, chill ich mit ihr. Und dann geht's zum Friseur und ich mache weitere Aufnahmen. So, ich gehe jetzt mit Django spazieren. Meine Frau hat mir schon Bescheid gesagt, sie ist gleich fertig mit der Pediküre. Dann fahre ich hin. Dann essen wir ein Eis. Haben wir ein kleines Date. Und dann kann sie später Haare schneiden und ich mache weiter arbeiten. Ich wurde heute gefragt, wie viel Geld man so braucht zum Auswandern in die Tampa Bay Gegend. Es ist nicht so einfach zu beantworten und ich habe ja schon mal was dazu gesagt. In unserem Fall kann ich euch noch mal sagen, habe ich kein Problem mit. Ich bin der Meinung, uns hat das alles um die $20.000 gekostet. Was in den $20.000 aber inklusive ist, ist die Flüge nach Florida, natürlich nur hin damals, dann Django aufzuziehen, dann die Visen für beide, für meine Frau und mich, die haben wir selber bezahlt damals, dann ein Auto haben wir gekauft, muss man ja eh. Wir hatten ja den BMW Cabrio, habe ich auch schon mal ein Bild von gezeigt euch in einem Vlog. Und das Apartment einrichten. Dann brauchst du auch Geld für Deposits, also Kautionen und so hier überall. Zum Beispiel, besonders wenn man herkommt, hat man ja keinen Credit Score, habe ich schon mal was zu gesagt. Dann wollen die überall Kaution von euch haben. Das heißt, Wasser meldet ihr an, Kaution, Strom, Kaution, Kabel, Internet, Kaution. Überall müsst ihr eine Kaution hinterlassen, okay? Und es ist jedem überlassen, ihr braucht keine $20.000, würde ich sagen. Dann kommt davon, habt ihr schon einen Job oder nicht. Wenn ihr keinen Job habt,
dann solltet ihr auf sicher gehen und mehr Geld haben, denke ich. Aber wenn ihr so wie ich kommt, wo der Job schon da ist, ich glaube 2 Wochen später oder so habe ich angefangen zu arbeiten oder 3. Das heißt, müsst ihr nur noch einplanen, dass so mindestens 2 Wochen, nachdem ihr anfangt zu arbeiten, kommt der erste Paycheck. Also müsst ihr auch noch Geld haben, um die erste Monatsrate zu bezahlen für Apartment oder Haus, was immer ihr dann habt. Solche Dinge halt. Ja, und dann kommt einfach darauf an, was gebt ihr für ein Auto aus. Ich meine, ihr könnt, keine Ahnung, für 2000 Dollar irgendwas holen oder ihr wollt mehr. Es kommt einfach auf die Situation an. Deswegen sage ich, es ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Oh, Django. Der hat gerade gezogen wie verrückt, weil es ist heiß, der Boden. Ihr habt es schon mal gesehen, ein paar Vlogs her. In der Wildgrass Mall, da hat ein Hund solche, wie heißt das, Schuhe an, Hundeschuhe. Und deswegen, das ist, weil die Straße wird richtig heiß von der Sonne. So, ich hoffe, man sieht mich. Ich hoffe, ich konnte es ganz gut beantworten. Wenn nicht, schreibt nochmal. Aber ich denke, es reicht so, weil, wie gesagt, ich kann nicht so den genauen Zahl nennen, weil es kommt davon, was du willst. Willst du dir ein Auto für 2 Riesen kaufen oder willst du dir ein Auto für 10 Riesen kaufen oder 20 Riesen? Oder was willst du für Möbel? Weißt du, wie willst du es einrichten? Seht ihr, so sieht das aus, wenn man YouTuber ist, sage ich mal jetzt einfach. Das Telefon hier im Aufladen. Dann hier die Batterie habe ich im Auto mal aufladen, weil ich die leer gemacht habe, die eine vorhin schon. Jetzt habe ich die zweite mit, die hält aber nicht so lange. Die ist voll, aber das ist die Original, ich habe die hier noch gekauft, die ist besser. Dann lade ich die jetzt noch auf. Ich will ja noch viel fliegen heute, das ist viel, aber einigermaßen, solange meine Frau busy ist mit ihrem Zeug. So, es ist sehr warm. Ich hoffe, das war genug für Django, eine kleine Runde, aber ich denke schon, weiter geht's. When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there. So, jetzt muss ich meine Frau suchen, wo sie ist. Und ich habe sie schon gefunden. How is it? Nice. Ich habe Salted Caramel und Kokosnuss, gesalzenes Karamell, das ist so lecker. Beides ist super lecker. Also hier ist super lecker Eis. Das ist 365, wie heißt der? 365 Café Italiano. Und hier gibt es auch diese Paninis und so, von denen ich euch mal gezeigt habe. Von denen ich euch mal erzählt habe und gezeigt habe. Die sind richtig lecker. Also in der Wildgrass Mall lohnt sich immer wieder. Hier, das ist das Café. Das ist richtig gut. Da. Vom Fass. Auf Deutsch. Wir sind gerade reingekommen hier, weil wir gesehen haben, diesen Laden vom Fass, das ist ja Deutsch. Dann haben wir angefangen mit einem Verkäufer zu sprechen. Und der ist auch jünger und der war so begeistert von meiner Kamera und alles. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das ein deutscher Laden ist. Und er meinte,
Ja, in Wolfsburg ist der Hauptsitz und jetzt reden wir die ganze Zeit über Vlogging und jetzt hat er sogar meinen Kanal abonniert. Das ist ziemlich cool. You wanna be in my vlog? Let's do it. Hola. What's your name? My name is Ferris. Ferris. In Arabic. Okay. I talk to them in German, right? Hey, go ahead. Also das ist der Verkäufer, den habe ich kennengelernt. He's pretty cool. I like him. Und der hat sogar abonniert. Thank you. So kamen wir eigentlich ins Gespräch, weil er auch so eine Kamera hat. Naja, was er so ist, viel bessere. Er macht Fotos mit der und ich habe ihm vorgeschlagen, er sollte mal vielleicht auf irgendwie posten im Internet. Und also, die sind beide richtig begeistert davon. Sie geht zum Friseur. So, weiter geht's. Meine Frau ist beim Haare schneiden. Ups. Ich habe mir bei American Eagle so ein Poloshirt gekauft. Ist ganz gut, kann ich mal anziehen zum Ausgehen. So, jetzt werde ich die Drohne hier fliegen. So, jetzt warte ich auf meine Frau. Vielleicht fliege ich die Drohne gleich noch hier bei der Wiregrass. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich will jetzt ganz anders fliegen. So richtig tief ein bisschen rein, wo es schön ist, weil von oben sieht man nur die Dächer. Mir ist aufgefallen, seitdem ich getankt habe, vorhin, bin ich schon 50 Kilometer gefahren. Das ist alles nur durch Wesley Chapel, also durch unsere Stadt. Schon richtig krass eigentlich. Und von bevor ich getankt habe, bin ich schon um die 12 Kilometer gefahren. Also bin ich schon über 60 Kilometer gefahren. Dann noch nach Hause von hier. Da kann man sagen, fast auf 70 Kilometer komme ich heute. Nur durch Wesley Chapel. Das ist schon echt krass, oder? Ich habe euch viele Gebiete aufgenommen. Oder so einige Gebiete, sage ich mal. Natürlich nicht alle, die es hier gibt, aber so einige. Und Neubaugebiete natürlich, es gibt hier so viele. Mir ist auch aufgefallen, Cal Atlantic Homes, also unser Bauunternehmer, der hat viele Gebiete, wo die bauen. Also jetzt, in unserem Gebiet sind ja 6 verschiedene Bauunternehmer, aber die meisten Gebiete, wo ich jetzt unterwegs war, oder viele von denen, da ist nur Cal Atlantic am Bauen, nichts anderes. Und was ich noch sagen wollte, die Vlogs, so wie der letzte Vlog, den ihr jetzt gesehen habt, wo ich und Django Inlineskaten waren und am Pool die Drohne, so. Solche Vlogs nehmen echt viel Zeit in Kauf für mich zum Schneiden. Wenn ich ohne die Drohne und so einfach nur einen normalen Vlog und auch nicht zu viel Musik und so, dann ruckzuck habe ich ihn geschnitten. Aber wenn ich solche Vlogs mit viel Musik, verschiedener Musik, Drohnenaufnahmen, dies und das, das nimmt so viel Zeit in Kauf zum Schneiden, aber die Vlogs finde ich persönlich sehr viel besser dann. Nur manchmal bringe ich einfach auch so einfache Vlogs, denke ich mal, wie es kommt. Django, siehst du das? Das ist nichts für dich. Ja, ja. Home sweet home, endlich, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Anstrengend gewesen. So, da steht das schöne Baby. Nächste Woche, am Ende nächster Woche geht's los. Da sind die Batterien. Und dafür habe ich was bestellt. Zeige ich euch mal. So ein Ding. Django, das ist nichts für dich. Django, geh runter! Ja. Runter! Das ist nichts zum Essen. So, seht ihr das? Das ist extra so eine Tasche, da tut man die Batterien rein. Denn im Flieger
sollte man die Batterien von der Drone sollte man nicht einchecken, also zum Beispiel wenn ihr Koffer abgebt, sondern es muss immer im Handgepäck sein und am besten in so einer Tasche, weil die ist so feuersicher, falls die Batterien Feuer fangen, das kann passieren. So, dann beenden wir den Vlog für heute. Ich hatte viel zu tun gehabt, viel rumgefahren, viel geflogen, viel dies und das. Also nochmal für meine neuen Abonnenten und für die alten. Die Drone-Aufnahmen im Vlog sind immer so kurze Ausschnitte. Die ganze Drone-Aufnahme mache ich immer auf meinem zweiten Kanal. Checkt den mal aus, wem es gefällt, abonniert einfach. Florida Lifestyle. Also mein Hauptkanal ist Florida Lifestyle Vlogs, der andere einfach Florida Lifestyle. So, bis dann. Ciao.